1 und los. Hallöchen und mit willkommen bei einer neuen Folge vom Let's Play Cooking Academy 3 und zu einem leeren Teller, denn heute nehmen wir uns den scharf angebratenen Ahi vor. Brate ich den dann mit Chili an oder mache ich einfach nur was anderes? Also du machst das. Ich habe keine Ahnung. Vor allem, du musst es da machen. Du spielst ja gerade. Ahi bezieht sich auf den Gelbflossen sowie dessen engen Verwandten, den Großaugen-Thunfisch. Oh, hat er große Augen? Ja, da macht er große Augen. Großmutter, warum? Nee. Ist roh und von hoher Sashimi-Qualität. Tatsache, wenn du Fisch nämlich so roh ganz klein aufschneidest und dann hast du ein schönes Sashimi. Mhm. So, Ach, genau. Schön. Was haben wir hier echt Tolles? 1, 2, 3, 4. Gelb, Schwarz, Salz. Also Gelb, Pfeffer, Salz und das andere. Was ist das andere? Sehen wir gleich. Koriander. Sieht der so aus? Nee, mal ernsthaft, sieht der Koriander so aus? Ich dachte, Koriander ist grün. Hab ich auch gedacht, das ist wahrscheinlich frischer und das ist einfach ein, also Dingens hier. Mariniere den Thunfisch. Ach, cool. Ach, soll ich ihn einpinseln oder was? Yep. Auch wenn ich den lieber über Nacht irgendwo einlegen würde. Jo, ach, nur auf einer Seite? Wow. Mit was hast du die andere Seite macht der Lehrling. Du kannst mir mal erzählen, was du in diese Marinade reingepackt hast. Was hast du in die Marinade gemacht? Koriander, Salz, Pfeffer und was waren das andere? Das vierte. Zeug. Auch irgendwas Gelbes. Irgendwas Gelbes. Ei oder so. Ei, eine Thunfischmarinade? Nein, dann... Öl oder sowas vielleicht. Öl, das könnte auch sein. Weil du brauchst ja was, was die ganzen Gewürze auch aufnimmt. Josh, aber... Brenn den Thunfisch scharf an. Jetzt sehen wir ja, ob wir Chili nehmen. Kann man dann... Okay. Es ist eigentlich lustig, wenn ich jetzt über Aufnehmen einen Witz mache und wegen OBS und wegen Öl. Kannst du machen? Kann ich dann mit Öl eigentlich auch Videos aufnehmen, Josh? Ja, aber ich habe das Gefühl, mit einem Toaster Videos aufnehmen zu können. Das ist ein bisschen... Ja... Toaster? Ja, wegen... Also, wenn man so umgangssprachlich sagt, denn PC hat die Qualität von einem Toaster, dann meint man die Rechenleistung von einem Toaster. Und es gibt dann Leute, die dann am meisten Videos aufnehmen müssen, mit gefühlten 2 FPS oder sowas. Das ist aber auch schon mal 2 Bilder pro Sekunde. Da kann man eine schöne Dia-Show anschauen. Macht bestimmt Spaß. Das ist wie uns hier beim Kochen zuzuschauen. Das ist bestimmt super. Das wird die Leute unglaublich interessant. Also ich weiß nicht, warum ihr das so interessant findet. Also ich finde die Rezepte auch toll, aber ich würde mir hier niemals zuschauen wollen. Ganz ehrlich. Ich würde andere Leute gucken, die kennen die Let's Plays auch anschauen. Ich habe nur geguckt, es gibt fast keine, deswegen... Ah. Wahrscheinlich einfach der Mangel an Angebot. Salatblätter. Ah, oh, das kann ich echt ganz gut. Einfach nach unten. Ein bisschen weiter, genau, einfach vorsichtig. So, nicht zu arg, sonst machst du die Salatblätter kaputt. Ich weiß. Nicht kaputt machen. Nicht kaputt machen, ganz vorsichtig, ganz vorsichtig. Ich puste ein bisschen dagegen. Pust. Ja, dann kannst du ein bisschen kräftiger anpacken hier. Die innen, die sind ein bisschen kräftiger gebaut hier aus der Mitte. So. Nee, die gehen noch leichter kaputt. Echt? Ja. Habe ich nicht gesagt. Ich habe natürlich auch gemeint, die haben auch alle ein Herz, weil die aus dem Herzen des Salates stammen. Ein Herz für Salate, wobei der nicht mit dabei. Wir haben ja Zeit. Eben. Du bekommst aber keinen Zeitbonus mehr, der deine negative Wertung wieder auf. Ach, wir haben noch so viele Schritte bestimmt. Echt? Stimmt. Über 7 Brücken musst du gehen. Guck mal, das kriege ich locker nachher hin. 7 dunkle Marmeladen überstehen. Schneidet die Rübe. Was ist denn das für eine Gelb... Ach, hä? Ist es eine rote Rübe. Ist es rote Beete? Du musst ganz rüberziehen, das ist wichtig. Ist es noch ein Radieschen oder ist es rote Beete? Ich glaube, eine rote Beete. Ach, ich hab mir immer für roter vorgestellt. Oder ist das nur ein Vorurteil? Rote Beete? Ja, ich habe mir immer noch roter vorgestellt. Nee, das ist, wenn du die nachher einlegst, noch in den Sud, dann. Was tust du in den Sud denn rein? Bildungsauftrag. Wie macht man rote Beete? Also nicht, dass ich das mögen würde unbedingt, aber. Es gibt bestimmt Zuschauer, die sich unglaublich dafür interessieren würden, habe ich mal gehört. Schneide den Thunfisch. Das ist in der Mitte noch wunderschön roh. Oh, es sieht aber erst wie so ein Bacon. Schinken. Ja, wie so wie Bacon. So Baconstreifen. Aber schmeckt bestimmt auch lecker. Auf der anderen Seite siehst du, hat man ihn auch hier mit deinem Kräutermarinaden-Sud da versetzt. Mhm. Also von dem das her. Das war der Lehrling. Genau. So, oh, die letzte Scheibe, aber noch schön durchgeschüttet, die letzte Scheibe, super. Schön einheitlich, finde ich super. Gefällt mir. Mit was richten wir das denn alles an hier? Was haben wir denn Salat. Dazu? Super, mit Salat. Ich freue mich einen Keks. Und Radieschen. Das ist die rote Beete. Die sehe ich. Hier ist ja wie Radieschen aus, weil sie weiß ist. Ich weiß, Josh. Pasta mit Krebsfleisch. Pasta wird einfach den Reichen gegessen, das geht in das Teig. So, der hat schwere Arbeit, das Küche mehr Lohn dafür verlangten. Und dann gibt es so Knetme. Ja, aber ganz ehrlich, ich habe auch schon öfters mal Nudelteig gemacht. Das ist nicht so schwierig. Also, man kann sie echt anstellen hier. Was jemand mit mir macht, die Nudeln nicht einmal selber. Was ist das hier? Das ist ja ekelhaft.
Also ich echauffiere mich darüber, dass wenn ich eine Unverschämtheit, dass wir die Nudeln nicht selber machen. In so einem tollen Spiel hier. Man hätte noch zwei, drei Schritte vorne dranhängen können. Stimmt. Hier, was mag meine Mulde? Hier Mehl, eine Mulde machen, dann Eier. Ah, also wir haben das je nach auch Geschmack, schon nur nach Bedarf noch ein bisschen Wasser und Öl rein. Also am Anfang nur Eier und Öl. Und falls der Teig noch ein bisschen zu krümelig ist, allerdings muss der Teig sehr fest sein. Also er kann auch gerne ein bisschen krümelig sein. Wenn du so nach 10 Minuten musst du dann so eine ganz knapp eine homogene Masse bilden, ein bisschen ruhen lassen. Ja, wunderbar. Auch Nudeln abseihen. Ups. Machen wir nochmal. Was? Aber das war nicht mal der Walzertakt. Das ist eben Walzertakt, das rausfallen lassen können. Es muss ein bisschen mehr Dampf dahinter geben, sonst. Bei, hey, vielleicht ja, haben wir sogar noch die Toleranz. 90. Wir sind. Ja, komm, jetzt können wir noch hin. Kriegen wir hin. Ja, klar. Hacke den Knoblauch. Ach so, einmal wieder draufschlagen. Darf ich mit der Hand draufschlagen? Pam. Ach, Josh, das hast du perfekt gemacht. Ja, super, gell? So, jetzt dürfen wir hier wieder. Zack. Nach unten, so. Ich schäle den zwar immer anders, aber wenn das so klappt, das sollten wir uns merken, oder? Versuchen wir einfach nächste Woche genau. Mal, wenn wir was kochen. Einfach so mit dem Messer so dagegen prügeln und dann passt das schon irgendwie, habe ich mal gehört. Ich habe mal gehört, dass das nicht so funktioniert, aber ist ja egal. Wir nehmen uns das einfach mal so vor. Klappt bestimmt. Kannst bestimmt. Vor allem im Walzertag, das müssen wir unbedingt im Walzertag machen, wenn wir nächsten Sonntag kochen. Das war wieder so, drin. 301, wunderbar. Hack Petersilie. Unten hier steht er, was wegschneiden. Sieht und aus wie der Cilantro oder wie der Koriander. Genau, liegt vielleicht daran, dass die Modelldateien und die Texturen dieselben sind. Das finde ich aber schade. Warum? Weil das so unterschiedlich aussieht. Echt? Es kann auch Blattpetersilie sein. Selbst Blattpetersilie sieht anders aus als wie Koriander oder als so. Als wie? Ja. Oh, nein. Zuerst Krebs. Erst ein bisschen rumwürgeln und dann würde ich. 5, 4, 3, 2, 1, jetzt den Knoblauch reinmachen. So, und alles hier rumwürgeln. Und dann, jetzt die Petersilie. So. Hoffen mal, dass das passt. Das war nur so meine Idee, dass es vielleicht gleich unten nochmal ein bisschen dagegen. So, sonst brennt das alles an. 1, 2, 3. Und jetzt fertig. Das war aber knapp. Boah, ich glaube, der Krebs hat doch ein bisschen gekonnt. Aber schön, glasig noch in der Mitte, wunderschön angedünstet. Super. Mhm. Weil, wenn er nicht in der Mitte glasig ist, dann ist es immer ein bisschen blöd. 15 Bohnen. Oh, was haben wir für eine Soße dazu? Gar keine? Nee, anscheinend. Ach, nur so Knoblauch und Öl. Naja, gut, ja. Das ist nicht ganz mein Fall. Aber so, dann unser Garnelencocktail. Natürlich, liebe Kinder, ohne Alkohol. Was haben wir hier? Witzige Tomatensauce mit Austern. Ein Cocktail herzustellen, aber höchstwahrscheinlich in der Cajun-Küche die Inspiration für den Gebrauch von Garnelen in den Cocktail, der während der Prohibition anstelle von Alkohol in den Cocktailgläsern serviert wurde. Ach, süß. Das ist also der politische Hintergrund. Kocht die Krabbe. Wie wär's mit Schälen? Ist nicht, oder? Nö, ist nicht. Warum müssen wir auch die kochen? Ich meine, das ist ja. Warum sollten wir die kochen? Keine Ahnung. Also zuerst geschält. Einfach aus Grund. Vielleicht geht dann die Schale besser weg. Aber bevor das auch geklappt, erstmal hier nicken und dann. Stimmt, erst kam Nick die Garnele. Ja, eben. Das sollte man schon hinbekommen eigentlich. Das ist ein Krabben. Nick ist die Krabbe. Stimmt. So die krosse Krabbe. Auch wenn die, wenn man sie kocht, nicht ganz so kross ist, aber boah, wenn die Schale dran lässt, dann ist auch wieder kross. Stimmt. Ja, 106 Punkte, wunderbar. Jetzt müssen sie schälen. Oh, okay, jetzt ist sie rot. Ach, schau mal, du hast sie ganz verlegen gemacht. Ich habe den Nick verlegen gemacht. Ja, Tatsache. Hallo, wie, Nick. Wie Parkett verlegen. Hä, wieso? Wegen verlegen, so. Parkett verlegen und so. Was macht man eigentlich mit den Beinen, wenn man so hat Suppe draus macht? Man kann wunderbar aus den Schipper, kann die Schalen nehmen und wunderbar so einen Fischsud zubereiten. Weil gerade beim Fleisch sind es ja die Knochen. Stimmt. Und hier bei Fischen sind es so die ganzen äußeren Teile, die ganzen Schalen und sowas, die du scharf anbraten kannst. Mit dem Kopf und den Beinen und dann kannst du wunderschön Sud draus machen. Schön Fischfond. Nur so als Verwertungstipp für alte Fischabfälle. Für den Fall, dass man mal selber. Das Problem ist, die vergessen und das hier immer. Ist. Die vergessen hier aber die Därme rauszumachen. Die müssen auch nicht rausmachen bei so einer frischen Garnele, weil das schmeckt etwas alternativ. So, oh. Jetzt müssen wir hier die. Wir sind jetzt. Entweder sind wir jetzt die Lügenpresse oder wir. Unterdrücken die Zitrone. Für was entscheiden wir uns? Ist beides zwar nicht so optimal, aber. Wir sind Entropico-Diktatoren und die Zitrone will von uns unterdrückt werden. Irgendeinen sauren Apfel müssen wir ja beißen wegen Sauer und wegen Zitrone. Aber die Zitrone ist kein Apfel. Ist mir egal. Die ist bestimmt mit den Äpfeln verwandt, oder? Stimmt. Die haben beiden Kerne. Das war echt gelogen. Ich habe Bio abgewählt, aber. Ich habe keine Ahnung von Bio und so. Es sind auf jeden Fall Schalenfrüchte. Nee, sind es nicht einmal. Ja, aber sie haben beides eine Schale. Hihi, Schalenfrüchte. Die Kinder glauben, das ist ernsthaft schrecklich. Die schreiben dir das doch in der Bioarbeit. Nein. Liebe Kinder, es sind keine Schalenfrüchte. Guck mal, das sieht aus wie. Nee.
Jetzt ist es hier wieder Koriander. Ja. Bei Koriander und Blattpetersilie würde ich es sogar noch unter eine Textur packen. Wie Cliandro aussieht, weiß ich nicht. Vielleicht sind es einfach nur drei verschiedene Sprachen. Italienisch, Deutsch und anderssprachig. Petersilie ist trotzdem Petersilie und kein Koriander. Hallo Koriander aus dem französischen Land. Ach, wieder der tolle Knoblauch. Pam. Dein Einsatz bitte. Pam. Ich habe übersteuert. Yay. Und schön im Walzertakt Knoblauch schneiden. Aber ist nicht zu langsam. Schon schön im, also im Wiener Walzertakt und nicht im, Pam. Wie war der langsame, ach, war einfach der langsame Walzer, gell? Der langsame Walzer ist einfach langsamer Walzer. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ah, du hast sogar hier auf die und immer noch. Also du tust zweimal pro Schlag Knoblauch hacken. Ist super. Mhm. Ist ein toller Anschlag, finde ich gut. Was hat Anschlag gesagt? Kein darf Abschlag. Nein, wir dafür nicht Anschlag und Bombe und sowas. Das Essen schmeckt Bombe. Jetzt sperrt ihr NSA meinen Kanal. So, das wird das Böse. Das ist Braune da unten. Rochester-Soße. Rochester-Shire, bitte. Ist mir egal. Ketchup? Ketchup! So, hier, grünes Zeug. Koriander? Ja. Genau, die Schüssel schon. Knoblauch, aber ordentlich hier. Das Rote! Nein, das Rote! Oh, wo war da aber noch was Rotes? Da oben. Ach, da oben. Ich dachte, das ist leer. Nein. So voll auch passiert. Ups. Wir haben 10 Schritte, das passt schon. Ja. Wir haben 10 Schritte. Oh je. Das kriegen wir noch hin. Wir sind eh schon wieder drüber. Gut. Oh, er war aber nicht so zufrieden. Egal, abgießen. So, oh. Am besten nicht, einfach nicht vorher aufhören. Einfach nicht machen. Nee, nicht vorher aufhören. Nicht zurück. Auch nicht zurückgehen, wirklich nicht. Nicht machen. Es wird auch nicht langsamer. Du hast schon die langsamste Stufe. Einfach durchgehen lassen. Einfach lassen. Nicht weiter runter. Erst jetzt runter. Du musst das dann stoßweise runter machen. Nur nicht, das nicht machen. Der Anflug ist schlecht. Nein, einfach, ich kann das, einfach ich so das. Und einfach runter. Genau. Genau so. Und nicht langsamer werden. Und runter. Ein bisschen später runter. Yep. Genau so. Das schaffen wir so leider nicht mit den Punkten. Nein. Ist okay, ich mach's nochmal. Nee, ist okay. Ist wirklich okay. Ich versuch's. Einfach bleiben. Genau. Einfach dann komplett runterziehen. Tut auch nicht weh. Genau so. Jo, machen wir das jetzt wiederholen durch mehrere multiple Male. Hört, es ist doppelt gemoppelt. Ja, ist mir egal. Das darf man auch schon so ruhig mal sagen. Das wird man doch wohl noch sagen dürfen hier. So, diese Cocktailsoße ab. So, zack, die letzte. Schaffen wir auch noch. Siehst du, passt doch alles einwandfrei. Super. Ja. Einmal auf die Schulter klopfen hier. So. Danke. Was habe ich alles? Okay, ich wollte gerade fragen, was sie da rein haben. Ich hätte einfach aufpassen. Garnelencocktail. Warum haben wir eigentlich nicht vorher alles auf einmal gewürzt? Egal. So, rosenscharfe Paprika, Salz und Pfeffer. Joshua, weißt du, dass das rosenscharfe Paprika ist? Weil die anders aussieht als die andere. Das haben wir aber schon mal festgestellt, glaube ich. Und edelsüß passt dann eher für Pommes und hier passt dann eher so die rosenscharfe Paprika. So. 1, 2, 3, 1. Dim, bam, eigentlich 3, 2, 1, 3. Man kann auch von rechts anfangen. Pam. Hast hier. Du aufgepasst? Ja. Das hier, dann links. Dann rechts. Genau. Und dann, glaube ich, Pfeffer. Anscheinend ja. Anscheinend hat es gepasst. Ich war mir zwar gegen Ende auch nicht mehr sicher, aber... Vielleicht hat das Spiel dafür nur vergessen. Das Spiel hat wahrscheinlich genauso vergessen, was es angezeigt Richtig. Hat. Wir müssen nur schneiden. Mhm. Oh, ach, süß. Ein Viertelchen. Ja, ich hätte jetzt hier den Vierviertel-Walzertakt gebraucht, um jetzt hier die Viertelchen zu rechtfertigen. Ist das Vierviertel-Takt? 1, 2, 3. Das ist sogar Vierviertel-Takt, das passt sogar. Also der Walz hat nicht gepasst, aber das hier passt wunderbar. Oh, sogar 7. Wir sind schon 7. Richtig, oh nee. Ach doch, das passt soweit. Ich glaube, da müssen wir uns nicht merken, was wir machen müssen. Ah, nee, okay, einfach dranhängen. Ist das schön, oder? Ach, ist das schön. Schmeißt man die nicht einfach echt in den Garnelencocktail einfach rein? Wenn man so Cocktailsoße hat, schmeißt man nicht einfach so rein? War das nicht mal so? Ja, aber so sieht das schöner aus. Ach so. Hätte man ja so ein bisschen aromatisiert anbraten können und sowas. Ah, stimmt, da war ja was. Ich glaube, in der Prüfung wird es bestimmt drankommen. Ja, aber das ist ja nicht so anspruchsvoll. Nö. Also ganz ehrlich nicht. Da war dieses Merken mit dem... Was war das Anrichten? Das war schwierig. Mit der Pizza. Boah, diese Pizza. Ey, also Pizza ohne Popschutz sagen, super. Ich kenne das wie penetrante Cross-Promotion. Das mögen Leute auch, habe ich mal gehört. So. Runde 3. Ich glaube, das war schon alles. Oh, wir sind vierstellig hier. Ist einwandfrei. Wow.
Und der ist nicht mehr gehackt. Nee, das ist der, den der Lenny noch hatte. Komm, wir natürlich noch, natürlich. Man nehme ein Sandwich, fügt Käse hinzu, Grillbrett, backt ihn, der Käse schmilzt. Glückwunsch, du hast eben ein gegrilltes Käse-Sandwich erstellt. So, einmal rein. 12 Schritte! Ihr kriegt heute einen Überlängerfolg, ist ja egal. So. Habt ihr ja das letzte Mal auch schon. So. Einmal raus, raus. Schön die können uns ja beeilen. Paprika. Ist generell eine gute Idee für den Zeitbonus und so. So. Vielleicht bekommen wir sogar 1280 Punkte. Dann haben wir hier eine Auflösung und sowas. Mhm. Bei 720. Wobei 720 Punkte ist nicht so der Burner. Gerade vorhin war knapp 1024. Gerade ist doch zur anderen Seite weg. Komisch. Ja, weil der andere Lehrling braucht auch was. Die würfeln. So. Haben wir hier zack, zack. Oh, wir haben wieder den Walzertakt. Ich weiß aber gar nicht, wie lange der noch bleibt. Ich habe keine Ahnung, weil da ist er mir das halt dazugekommen. Das heißt, irgendwann müsste er auch wieder weggehen. Er wandert zum Walzertakt, wandert er dann ab. So ganz gemütlich in irgendeine Richtung. Da, wo doch gerade Platz ist, da, wo die Leute noch hier schönen Walzertakt für Hintergrundmusik brauchen. Wo die Leute noch nichts über die Existenz der YouTube Audiobibliothek wissen und sich deswegen noch für Spiele im Hintergrund eigene Musik brauchen. So. Er findet, das hast du gut gemacht, finde ich auch. Schneide den Sellerie. Oh, ich darf so viel schneiden, das ist so toll. Ja, was kommen wir? Thunfisch-Käse-Sandwich. Ja, aber 12 Schritte, das ist echt ordentlich. Vermehrt, er hat gemeint, es sei gar nicht kompliziert. Man nehme Käse, überbacke es, aber an der Käse-Sandwich, wenn man noch Thunfisch hinzufügt, hat man ein Thunfisch-Käse-Sandwich. Tja, aber der ist halt immer das, so, das macht sich so schnell und dann. Ja. Was haben wir jetzt bisher alles gemacht? Lass mich mal resümieren. Wir haben Zwiebeln, was war der erste Paprika Schritt? Und. Paprika und Sellerie. Ja, das ist erstmal ein guter Anfang. Ja. Und passt auch eine Zusammenstellung. Die Frage ist, was für eine Soße, also bei den Thunfisch da irgendwie. Füge Zutaten hinzu. Oi. Thunfisch, das sieht irgendwie ein bisschen ungesund aus. So, das ist Salz. Also wir salzen erstmal den Thunfisch, dann pfeffern wir ihn. Natürlich eine gute Kombination, wie ich finde. Dann fügen wir das Weiß hinzu. Wir haben nur ein Weißes. Das ist also Mayonnaise. Ah, Mayonnaise als Soße, okay. Das ist nämlich Zwiebeln. Zwiebeln. Wir haben noch gar keine. Haben wir rote Zwiebeln gehackt? Genau, das ja, andere. Die waren so orange-rot, rosarot. Rosarot. So, Paprika, ach, ist das so abgeschnitten hier und so? Das also, wir machen das alles auf Mayonnaise-Basis. Das heißt, wir dürfen das nicht allzu lang irgendwie in der Wärme aufbehalten. Vermische den Thunfisch. Vor allem, du siehst einfach noch die Pfefferspuren da. So, und auch wieder hier ist dieser Effekt einer sich zum einmal verformenden Textur und zum anderen, eine Textur, die immer in ihrer Transparenz abnimmt und die andere nimmt in ihrer Transparenz zu. Super. Einmal im Kreis, sieht aus wie ein C, schau mal. Yep. Wie dieses Copyright-C in eine andere Richtung. Wie das gefälschte Copyright-C. Genau. Also wenn du auf irgendwas kein Copyright hast, dann schreib einfach so ein anderes rumes C. Wobei dürfen Leute nicht so illegalen Sachen anstiften, das geht gar nicht. Nein. Nee, darf er das? Nein, darf er nicht. Liebe Kinder, die das Let's Play sogar gucken, schneide das lieber nicht. Oh je. Es geht doch, einfach dreimal ziehen. So, hoch oder hoch. Geht doch einwandfrei. Hauptsache immer schön ganz weit durchziehen und dann läuft das auch. Also das Brot läuft dann auch. Also wie wenn es irgendwie Schimmelsporen hat oder so. Dann ja, läuft sogar weg. Dann läuft es auch. Läuft bei dem Brot. So. Und nachher der Käse, der verläuft sogar auch. Wohin verläuft er sich denn? Ja. Thunfisch verteilen. Thunfischsalat. So. Oh. Aber schön sieht das aus. Das gefällt mir. Ich habe ein cooles Gericht, um mal ein bisschen Brot zu Hause mal aufzupeppen. Wenn ich immer so langweiliges Brot haben möchte. So einen coolen Brotaufstrich einfach mal selber machen. Doch, das finde ich eine gute Idee. Finde ich, könnte man auch mal machen. So, einmal hier. Punkte kassieren. Schneide und Tomaten die Tomate. Schneiden, genau. Ach, was machen wir jetzt hier überhaupt? Wieder nach außen, oder? Ja, natürlich. Ja. Nee. Nein. Oh, nee, die Tomaten boah, schneiden. Boah, der weiß echt, wie man das verwendet. Aber du schneidest den Strunk nicht raus. Das finde ich nicht in Ordnung das von dir. Das macht dann der Lehrling noch. Was? Natürlich. Ey, du förderst voll die mehrere Klassengesellschaft. Ey, du schiebst alles auf den Lehrling ab. Der macht doch auch voll viel, was ich dann nachher ausbaden muss. Oh nein. Baden? Ist auch, ich finde das super. Hui, vor allem ich wollte 1280 Punkte haben. Wir haben eine schöne Auflösungszahl, aber ist ja egal. Nee, ist okay, mir macht das auch nichts aus, dass wir die Zahl nicht erreichen. Das ist in Ordnung. Hui. Ich bin doch nur vorsichtig. Aber knapp. Ich glaube, der letzte war knapp, aber schauen wir mal. Das funktioniert trotzdem locker. Also über die 1200 bekommen wir auf jeden Fall. Denke ich mal. Wenn du nicht noch alles versemmelst, wegen Brot und Semmel. Aber und Versalaten passt eher. Ja, aber wegen, wir machen ein Thunfisch-Sandwich. Also wegen Semmel und Brötchen und Brot und. Ja, komm, ist das trotzdem super. So. Cheddar. Ach, Cheddar-Käse nehmen wir zum Überbacken. Okay. Die Frage ist, ob wir das braten oder überbacken, das Sandwich. Das ist natürlich auch die Frage. Ich glaube, wir braten es wieder in diesem komischen Fett. Und ob Fett. Das der Thunfisch-Mayonnaise gut tut. Das alles und noch viel mehr erfahrt ihr in der nächsten Folge. Ach, Quatsch.
Ist aber echt eine interessante Frage, was die Thunfischmayonnaise sich irgendwie verträgt oder so. Wenn nicht, dann sterben wir halt alle. Guck mal, hier habe ich jetzt schon wieder 7, also wir sind perfekt da drin. Ja. Ach, süß. Oh, das ist aber cool. Also erst Salat. Salat, Käse, ich diktiere dir. Salat, Käse. Danach kommt Tomate. Tomate und dann kommt eine Brotscheibe. Oh, die kommt schnell, Achtung. Brotscheibe, 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 Brotscheibe. So, ist das schön. Jetzt fangen wir an mit Käse. Käse. So, eine von beiden, dann Salat. Dann Tomaten. Vor allem, wie schnell verschieden schnell fliegen. Ja, ist wie bei den Essiggurken, so. Das ist voll gemein. Ja, genau, die Essiggurken. So, die waren Brot voll böse zu mir. Brot, Brot, Brot. Wo ist der Brot? Das Brot. Darf es aber nicht sein, dass es dumm wie Brot ist, sonst kommt es nämlich nicht. So, erstes Salat. Dann drauf Tomaten. Käse und dann ein Brot. Zack, und ein Brot. Wunderbärchen. Ich würde noch eins für mich machen, aber dürfen wir ja gar nicht. Das ist nur eine Prüfung, was wir sich selber hier mit snacken. So, ein Zeitbonuspunkt ist da voll freundlich. Wende den Thunfischsalat. Achso, das finde ich aber auch cool. Vor allem, weil wenn du noch ein bisschen Fett in der Pfanne hast. Oh. Wow, wie mache ich das denn? Ja, so wie ich das auch mal gemacht habe. Du musst es da halten. Auf der Seite. Oh, war knapp. Noch viel weiter rüber ein bisschen, sonst wird es knapp. Du fängst immer mit dem Rand auf. Oh. Dum, bum, bum, badum. Sieht doch gut aus. Weil der Vorteil ist nämlich, wenn man das Brot immer ein bisschen in Butter wendet, dann wird es ein bisschen knuspriger aus. Ja, sollen wir das jetzt nochmal machen? Schau mal auf die Punkte. Ich glaube, das dürfen wir hinbekommen. Siehst du, wir sind bei 1200. Aber keine 28. Nee, ich wollte 1280 haben. Ach so. Tut mir leid. Egal, ist eh nur eine Auflösung. So, aber es sieht doch echt lecker aus, muss ich sagen. Ja. Doch, so, also, und die, da ich gerade Hunger habe, machen wir uns gerade beim Thunfisch-Käse-Sandwich und sehen uns einfach in der nächsten Folge wieder bei der Prüfung. Und bis dahin, ich sage, macht's gut, vielen Dank fürs Zuschauen und tschüss. Tschüss.